Es ist die echte Härte. Google, YouTube, ihr seid doch verrückt, ja? Ihr seid für irre. Muss ich ganz ehrlich sagen, mal, da lässt er mich gleich sofort. Jetzt muss ich wieder, warte mal, ich drücke das mal an hier, jetzt, lass mir das mal zeigen. Videomanager erst, ja? Ach nee, Quatsch. Nee, ich erzähle Scheiße. Nee, beim Video hochladen muss ich jetzt erst auf Aufnahme drücken. Ja? Vor kurzem ging das noch sofort. Ja? Ja, gut, da muss ich irgendwas falsch gemacht haben. Kriege ich schon noch hin. Ja, habe ich mir neu gemacht jetzt hier. Zeig euch mal. Will ich so haben, finde ich gut. Ja, zeig euch mal. Die kann ich ja mitnehmen, Gott sei Dank. Fernsehsessel. Der sieht richtig gut aus noch, ja. Das ist richtig toll. Ist ganz bequem. Ja, warum? Naja, ich brauche das, ne? Ja, ich kann von einem Ort, ja, ich kann hier von einem Ort alles erreichen, ne? Ja, das Telefon, die Tastatur, die Fernseher sehe ich auch, wenn ich will, ja. Jetzt sieht man mich nicht. Ich bin ja hübsch, ne? Jetzt sieht ja noch gut aus für mein Alter, ja, also. Was sagen, ne? Hier. Ja. Ne? Richtig süßer bin ich noch. Ja. Ach so, was ich sagen wollte, das war vorhin auch wieder lustig, ja. Also mit Yvonne. Ich dachte schon, die kommt nicht, ja. Weil die war nicht da. Ne? Ich habe bei ihr geklingelt. Und da hat keiner aufgemacht, ja, naja, gut, was soll ich sagen, ich meine, ich warte hier nicht lange. Ja, ich habe 5 Minuten gewartet, der Jochen hat mir noch erzählt, dass öfter wohl zu spät kommt, ja. Habe ich gedacht, naja, okay, in dem Fall kann ich ja mal eine Ausnahme machen und 5 Minuten warten. War die immer noch nicht da. Da war plötzlich 10 nach, da habe ich mich noch mit dem Herrn Zimmer unterhalten. Ja, Herr Zimmer, das ist hier unser... Nicht, sage ich euch nicht, weil das, also das ist der Hauswart hier. Aber der hat richtig gut hier, war nicht so wie Mario. Wa? Der hat hier richtig gut getroffen. Ja. Mario wird, der wird sie noch umkicken. Ja. Mario ist mein letzter Hausmeister gewesen, ja. Der sich eingebildet hat, der sich auch einbildet, er ist was Besseres als ich bin. Ja. Und so weiter und so weiter. Der kann vom Alkohol nicht lassen, ja. Und glaubt, dass er da davon kommt. Naja, dann soll er das mal glauben, ja. Weil ich kann euch versichern, das, was man sich antut, das muss immer, da gibt es immer eine Quittung für. Ne? Das ist nicht umsonst, ja. Ah, da liebe ich der Kalle ist so geil. Das hat der mir echt, bei dem habe ich das kapiert. Müsst ihr verstehen, ja? Der ist sowas von geil drauf, ja? Ja, also, ich kann mir nur, ey, nein. Der ist echt die Nase. Was der mir schon die Augen geöffnet hat, ja? Ja, tausende Leute haben es probiert, aber er hat es geschafft, ja? Plötzlich sehe ich das alles ganz deutlich vor mir. Ja, ja, hammerhart, so ist es. Naja, ich meine, der hat ja auch einiges erlebt, ja. Ja, ist unglaublich. Den haben sie auch schon verurteilt für was er noch nie gemacht hat. Das ist nicht die Härte. Ist kein Spruch. Ja, das ist jetzt hier kein Spruch. Die haben Tatsache was erfunden, um ihn verurteilen zu können. Das könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt, ja? Ihr sagt bestimmt, das ist Spinne, man kommt nie vor, das ist unmöglich, kann nicht wahr sein, in Deutschland passiert sowas nicht. Doch, passiert. Ja? Ist unglaublich, ja? Ich fasse das heute noch nicht. Was, ja, ich meine, kann doch nicht wahr sein. Ja? Naja, der ist einfach zu schlau. Das kotzt die an und dann versucht es auf eine andere Art. Ja, ich meine, er hat auch recht. Er sagt nur die Wahrheit. Da muss man sich mal überlegen. Ja,
viele Leute waren. Echt? Ja, das hat dann die Konsequenz, dass sie ihnen sonst was anhängen wollen. Ja? Ja, ist unglaublich so, finde ich. Ja? Aber so machen sie es. Ne? So versuchen sie den Menschen zu brechen, ja, mich ja auch. Ja? Ihr dürft ja nicht vergessen, 20 Jahre lang habe ich gehört, nee, geht nicht, nee, geht nicht, nee, geht nicht. Ja, in meiner letzten Eingliederungsvereinbarung steht da nur endlich drinne. Ja, Ziel ist Verkehrsmeister bei der BVG im ÖPNV, das heißt öffentlicher Nahverkehr, also Oberfläche, ja, bei der Busse. Ja, ich weiß noch, wo ich anfangen will. Afrikanische Straße. Da lasse ich mich ausbilden zum Verkehrsmeister. Ja? Also weiß ich nicht, ob das da ist. Ich muss mich da nochmal genau nach. Kann nämlich auch U-Bahn auf Turmstraße sein, die Lehrgänge. Ja? Das weiß ich noch nicht, wie das bei den Bussen ist. Das, ich kenne nur, wo ich bei der S-Bahn war. Ja? Nicht? Da haben sie auch alle gesagt, da kommst du nie rin, runter, bla bla. Ich habe da 6 Jahre gearbeitet. Aber vorher musste ich mir anhören, das schaffst du nie, da kommst du nicht rein, Herr Bienenstein. Ja, diese Wichser, Mann. Stellt euch mal vor, ich hätte die geglaubt. Dann wüsste ich nicht heute das, was ich heute weiß. Das ist so geil. Hängt ja alles damit zusammen. Ihr wisst ja, bei mir ist es so. Ja? Das ist das, was ich den Leuten jeden Tag sage. Also die das ja betrifft. Nur glauben die mir das nicht. Bei mir kann man nicht. Man muss mein ganzes Leben betrachten, wenn man mich gerecht beurteilen will. Ja, aber da nicht hier von den letzten 5 Jahren oder so. Ja, könnte man auch, aber wollen sie ja auch nicht. Ich meine, ich zeige es ihnen ja ständig, dass ich gesund bin. Sie glauben es nur nicht. Was soll man denn da machen? Ja. So, jetzt habe ich aber folgenden Beschluss gefasst heute. Ja. Da ich ja ein gutwilliger Mensch bin, ne? Und ein netter Mensch bin, und ich Gott sei Dank gemerkt habe, dass die Ritalin teilweise ja wirklich helfen. Ja? Und da ich jetzt sehr weiß, dass der Staat noch nicht, dass der Staat mich nicht Auto fahren lassen will, oder zumindest nicht arbeiten lassen will, ja, ohne Ritalin, ja. Okay, hört mal alle schön zu, ja. Das betrifft jetzt die Leute von der BVG und auch alle, die da glauben, dass ich krank bin. Ne? Ich sage euch jetzt was an hier. Ja? Und zwar folgende. Sollte die BVG mit mir einen Test machen, dann verspreche ich, ja, ich werde eine Ritalin teilen, also eine halbe und noch eine halbe, ja, das sind 6 Stunden, nee, Quatsch, das sind 6, 8, 12 Stunden, ja, wo ich versorgt bin, nach der ihren Meinung, ja, das ist so eine Spinner, könnt ihr mir hören, ja. Ich meine, Tatsache ist, dass ich, ich habe es jetzt richtig ausgetestet. Ich habe gestern eine halbe genommen und heute eine halbe genommen. Und geil! Es ist Tatsache wahr, ich merke schneller, wann ich die Schnauze halten muss, wenn es keinen Sinn macht. Ja? Ja? Weil ich werde ja jeden Tag probieren. Müsst ihr euch ja mal vorstellen. Ich habe jeden Tag Kämpfe, die unnötig sind. Ne? Ja, die völliger Quatsch sind, ja. Man bräuchte mir nur glauben, ja, aber das tun die nicht, ne? Im Gegenteil. Ja, die glauben ja noch nicht mal, das mal zu sehen. Man sieht ja, dass ich gesund bin, aber sie glauben es nicht. So geil! Ja, ich finde das so geil, ja. Nein, es sind auch die Gesetze und ich weiß nicht, wer daran schuld ist. Ist mir auch scheißegal, sag ich mal, weil ich will nur eins. Ja?
Wie ich das liebe. Ich will nur eins, Gerechtigkeit. Ja? Und ich habe bis heute noch keine Insolvenz. Ich habe weder, ich habe auch keine Arbeit, bekommen bis jetzt, wo ich gesagt habe, das kann ich machen. Ja? Da werde ich nicht krank. Ja? Ja, ich bin ja sowieso einer gewesen, ich habe lange mitgemacht. Aber als es denn losging, dass ich auch körperlich krank wurde, da hört bei mir der Spaß auf. Meine Gesundheit ist mir doch wichtiger als alles andere auf der Welt. Ja? Und was da? Ja? Auf die passe ich eben selber auf. Und da kann kein Arzt aufpassen, mein. Ja? Ich kann mich mal daran erinnern, wie mir einer auch bescheinigt hat, unter Artusil. Das ist mehr oder weniger ein Downer, glaube ich. Ja? Ich habe hier übrigens noch Tropfen. So geil. Müsste ich jetzt raufkicken, was das ist. Ich hab's vergessen. Ja? Der hat mir auch bescheinigt, ich könnte Busfahrer damit machen. Ja? Ich muss halt ehrlich sagen, ich kann es nicht so richtig nachvollziehen. Ja? Auch nicht bei den Ritalin, weil ich passe, wie soll ich sagen, ich passe auf mein Leben schon ganz gut auf. Ja? Ganz einfach. Ja? Gerade im Verkehr. Ja? Warum? Naja, weil es notwendig ist. Ja, wenn man da nicht selber aufpasst, ist man der verloren, hat man verloren. Ja? Kinder, das ist wirklich so. Ja? Wie schnell, wie oft werde ich wäre schon tausendmal tot, wenn ich nicht selber aufpassen würde. Und dann zeigen die einem noch einen Vogel. Anstatt froh zu sein, dass sie Kindermörder geworden sind. Naja, gut, was soll ich machen? Das ist für mich verkehrte Welt. Genauso auch vorhin, ja. Da bin ich mit Jill und Sunny draußen. Da kommt mir wieder so eine Olle. Ich sage jetzt mit Absicht Olle. Weil das ist für mich eine Olle. Ich nehme meine Hunde an die Leine. Sie nicht. Was macht sie aber diese? Ich wollte schon wieder das S-Wort sagen, aber ich bin mal höflich, ja, ausnahmsweise. Danken wird die mir das nie. Im Gegenteil, die wird höchstens ihren Freund sagen, ich bin heute als Olle bezeichnet worden, ein Krieg auf der Fresse von dem. Ja, das sind diese Weiber. Ja, die kotzen mich dermaßen an, könnt ihr mir glauben. Ja, das sind so eine besten Fotzen, Mann. So. Warum? Ganz einfach. Ja, ich habe meine Hunde unter Kontrolle. Ich habe die lieber an eine Leine genommen, weil ich die Olle ja nicht kannte und ihre Hunde auch nicht. Die hat aber, was macht diese Drecksau? Ja, die zieht mir Zeig euch. Warte mal, wo ist denn mein Handy? Ah ja, hier ist es doch. Mit so einem Ding, hier, ja, mit so einem Ding hat die dann rumgespielt, ja. Im Internet oder irgendwas, das ist ja viel wichtiger als aufzupassen. Ob die Hunde vielleicht irgendwie Stress kriegen. Ja? Ja, aber geil war, Jill und Sunny habe ich rechts, halt gesagt, alle Bäder sollen sich sitzen, haben sie gemacht, ne? Und kein Wort, also Jill ist ja immer diejenige, die dann anfängt zu buffen und so, ich habe gesagt, ihr sollt still sein, die sind still geblieben. Die Olle hat es immer noch nicht kapiert. Ja? Dann ist die extra langsam gelaufen. Diese Fatsche an! Naja, zu Hause. Halt genau gesehen. Ja? Da könnt ihr kotzen oder so eine Weiber meinen. Deswegen habe ich auch gesagt, also ich habe sie ja nicht angesprochen, weil ich habe Jill und Sunny angesprochen. Ich habe gesagt, schön ruhig bleiben, ja, lass die Olle erst vorbei und dann gehen wir weiter. Ja? Ja, nützt mir aber nicht. Ja, stellt euch vor, die hat so ein Bodybuilder oder was, der haut mich um, wenn er mich sieht. Ja, ist ein schönes Risiko. Ja? Und dann für so eine Fotze. Ja? Für so eine Drecksau. Ja? Für so ein... ich so eine Weiber hasse, könnt ihr ja nicht... also ich, ganz ehrlich, da werde ich wirklich... ich bin ja sowieso kein Frauenfreund. Also fängt ja schon mal so an. Ja. Weit ja nie. Frauen sind mir zu anstrengend.
Es gibt mir ganz wenige, wo ich sagen kann, naja, okay, vielleicht kann ich da irgendwie auskommen, irgendwie so. Ja. Aber in der Regel komme ich nicht aus. Ja. Deswegen werde ich auch lieber alleine. Ja. Es hat keinen Sinn, dass ich mit jemandem zusammenziehe. Ja. Würde mich sprengen, weil ich bin zu eigenbrödlerisch. Ja. So, schöner Schlusssatz. Mr. Salt ist zufrieden. Hat er wieder viel Scheiße gelabert? 15. Geil. 15 Minuten. 25. Okay, wer sich das anhört, ansieht, ist selber schuld.